Ein Schnurrix willkommen und Skymardin bei Panty spielt Albion. Wie versprochen habe ich ein wenig gegrindet, jedoch hatten wir das kleine Problem. Ja, genau, du sagst es, Hundi. Wir hatten das kleine Problem, dass die Gegner nicht respawned sind. Das ist, ich habe dann die Grinding-Session abgebrochen und gesagt, wir machen jetzt einfach weiter. Und zwar, indem wir ein bisschen die Gegend erkunden. So. Und zwar halt einfach zu den nächsten Abschnitten gehen. Und das ist dann hier im Norden gewesen, wo wir schon waren und dann quasi die Gegner recht stark waren. Und ich dann gesagt habe, dann grinden wir halt erst noch ein bisschen, um die Magie von unseren Magiern etwas zu trainieren. Und um bessere Rüstung zu kaufen. So, was haben wir denn hier? Ein Ring aus Steinen mit Zeugs in der Mitte. Nach Srimalina und Kaunos über den Gebirgspass in Richtung Westen. Okay, dann gucken wir mal, was im Norden ist, wenn es im Westen über den Gebirgspass sieht. Erstmal ist hier eine Ansammlung von Trifalei-Samenkörnern, die Sira direkt mitnehmen kann. So, und dann kommen wir mal weiter in den Norden. Hier hört der Weg auf. Und dann heißt es, wegen Einsturzgefahr gesperrt. Okay. Dann gehen wir mal über den Gebirgspass. Das wäre also jetzt hier im Westen. Und wir haben ja auch schon gesagt bekommen, dass wir hier diese Schlingpflanzen nutzen sollen, um hochzuklettern. Zugang zum Gebirgspass über die Schlingpflanze steht hier auch nochmal. Und wir können auch einfach hier hochlaufen. So. Uns erstmal dieses Plateau an. So, jetzt nicht weiter. Und auf der anderen Seite. So, da ist hier ist was. Schauen wir mal, ob das irgendwen führt. Und tatsächlich hätte ich noch einmal hier vielleicht übernachten sollen. Das machen wir mal. Wir gehen eben schnell zurück übernachten, damit wir den ganzen Tag Zeit haben. Weil im Dunkeln durch die Berge zu klettern ist vielleicht nicht so das Klügste. Da rutscht man schnell ab und stürzt zu Tode und das wollen wir natürlich vermeiden. So, einmal nach unten. Ich habe tatsächlich heute, es ist immer noch vor Weihnachten, für mich, also nur damit ihr mal merkt, wie weit ich im Voraus diese Aufnahmen mache, liegt daran, ich bin jetzt von dem Spiel wieder so reingezogen worden wie damals. Ich will tatsächlich irgendwie nur noch Albion spielen und ja, das Problem ist, ich habe noch ein anderes Let's Play am Laufen, ich habe noch Morrowind am Laufen und da ist tatsächlich nur noch die Aufnahme von Montag drin in YouTube. Das heißt, ich muss hier tatsächlich auch mal, da wird das langsam zu einem Muss, eine Folge zu machen und eigentlich würde ich viel lieber Albion spielen, aber ich will natürlich die englischsprachigen Leute nicht enttäuschen und keine Morrowind-Folge haben für die. So. Dann haben wir jetzt also geschlafen. Und können hier einmal. So, wir sehen nichts, das ist nicht schlimm. Da ist seit ich ja weiß, dass man hier die Dinger verwenden kann. Achso, halt, hier kann ich nur rasten. Also muss ich hier warten. Es ist 2 Uhr, etwa 2 Uhr, warten wir 6 Stunden. Okay, es ist mittlerweile einiges an Zeit vergangen gewesen. So, dann gehen wir wieder hoch. Gucken nochmal oben am Berg. Und schauen mal. So wie ich die Erzählungen verstanden habe von den Leuten, sollten wir erst nach Kaunos und dann nach Srimalina kommen. Naja, wie gesagt, ich habe eigentlich, habe eben gerade noch mal geguckt, wo ich in Morrowind World war, weil ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Und die letzte Folge ist ein ja, mal gucken, was wir als nächstes machen. Und mittlerweile müsste ich wieder einmal gucken, was wir als nächstes machen, direkt hinten dran hängen. Schon blöd. Ja, gucken wir also nochmal hier links, was hier war, bevor wir aufs nächste Plateau hochsteigen. Und dieses wegen Einschussgefahr gefährdet, gesperrt, reizt mich natürlich schon, denn das ist ja eine Höhle. Und natürlich reizt mich das schon, da in so eine Höhle zu gehen, erst recht, wenn es eine verbotene Höhle ist. Ein Spiel und die zu erkunden. Okay, hier kann man nicht vorbei. Muss man andersrum laufen.
So, dann gucken wir mal, was hier, ob hier noch irgendwas kommt oder ob wir einfach nur quasi einmal hier so rumlaufen oder dann irgendwie an eine Sackgasse kommen. So, das ist scheinbar kann man hier schon ziemlich drumherum. Ja, hier oben ist ein Weg. Das ist wahrscheinlich der Gebirgspass. Das ist halt jetzt noch eine Ebene tiefer. Okay, hier ist auch nochmal eine Schlingpflanze. Interessant. Und dann ist hier... Ah, okay. Das scheint eine alternative Route zu sein. Ich habe die Karte nicht mehr im Kopf. Genau, ich weiß nur grob, dass hier irgendwo nach dem Gebirgspass Kaunos kommt. Und da sind wir auch schon. Dass Rimalinaya eine SKI-Stadt ist. So, dann schauen wir uns doch mal in Kaunos etwas um. So, da die direkt auf uns zugelaufen ist, welches Gattier spricht uns gleich an. Sky Mardin, vielleicht habt ihr etwas dabei, das ich euch für gutes Geld abkaufen kann. Ich lebe davon. Ich kaufe den Leuten Gegenstände ab und verkaufe sie wieder. Man kann davon gut leben. Ziemlich gut. Ich bin nicht arm. Haben wir was zu verkaufen? Schauen wir mal, was ist ihr... Ihr Faktor ist 0,4. Oh nein, das ist ziemlich schlecht. Gerade aufschreiben. Ich schreibe einfach mal nur Frau. Das ist aber gut, weil ich kann das hier kaufen. Und dann ziemlich teuer wieder verkaufen. So, danke schön. Sky Mardin, wart ihr schon bei Kontos, unserem großen Anführer? Er kann alle eure Probleme lösen. Vorausgesetzt, dass er für euch Zeit hat. Habt ihr schon mit Kontos gesprochen? Er ist der mächtige Anführer in unserem Dorf. Er ist sehr intelligent. Von ihm könnt ihr was lernen. Im Keller unseres mächtigen Führers gibt es einen großen Raum, in dem wir regelmäßig Versammlungen abhalten. Dort experimentiert Kontos auch mit Feuermagie. Er ist ein hervorragender Magier. Seine Versuchsbereiche sind aber abgesichert. Dass sie gleich jedem Fremden all diese Details erzählen. Okay, hier hoch komme ich nicht. Ich wollte eigentlich... Ah, vielleicht hier außen rum. Da, wo das Mädchen langläuft. Dass wir ansprechen können. Tut mir nichts, das rufe ich meinen großen Bruder. Hier kommt man, genau, hier kommt man zu dem Typen, der da zwischen den Betten hin und her läuft. Dem wollte ich auch noch reden. Was wollt ihr hier? Wenn ihr nach Beloveno reisen wollt, dann geht nach Süden. Wollt ihr nach Srimalaina, geht nach Norden. Wahrscheinlich hätte ich auch hier, hier vorbeigekonnt. Okay. Sehr freundlich, der Herr. So, das sieht hier so aus, als wenn die Hütte hier ihren Eingang hätte. Ah, der Eingang ist verschlossen, okay. Hat sie auch, aber der ist zu. Dann gucken wir mal. Huch, jetzt bin ich hier in die untere Hütte rein. Okay. Schauen wir mal hier nach. Haben wir also nochmal ein Kind. Sky Mardin. Eine ältere Frau. Als das letzte Mal Besuch in unser Dorf kam, brach danach eine schreckliche Krankheit aus, die zwei unserer Stammesbrüder das Leben kostete. Hoffentlich bringt ihr auch nicht eine so schlimme Krankheit mit. Nein, natürlich nicht. Nun gut. Ist da jemand? Die Welt ist schön. Tralalalala. Was haben wir hier? Feines. Bestimmt wisst ihr nicht, dass jeden Morgen Otikro hier vorbeikommt. Er ist ein hervorragender Kampftrainer. Oh, das ist gut. Wir haben ja einige Level-Ups gehabt und können trainieren. Halt! Ab hier beginnen die Wohn- und Laborbereiche des großen Kontos, unserem gnädigen und heiligen Führer. Niemand darf hier hinein, es sei denn, ihr habt eine Einladung für eine Audienz. Entschuldigt, wir wollten nicht schön. Na gut, dann geht jetzt wieder. Okay. Interessant. Ich meine, wir haben keine Einladung und ich habe jetzt keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Und wir haben auch... Nicht irgendwie eine Quest, die uns direkt hier hinschickt. Oh, eine Kappe. Lalalala. Wenn es einfach so rumliegt, ist es für uns, oder? So, schauen wir mal hier. Denkt nicht, dass wir alle unfreundlich sind. Aber Fremde müssen sich hier erstmal beweisen, bevor sie unseren Respekt verdienen. Sky Mardin, ich heiße Cleronna. Ich bin jetzt bald so alt wie mein Bruder. Obwohl Mami sagt, dass ich ihn nicht einholen kann. Kann ich wohl.
Wenn ihr hier mit den Leuten reden wollt, geht in die Kneipe. Das ist der Treffpunkt in unserem Dorf. Auch Kontos lebt dort in den Kellern unter seiner Hütte. Aha, das heißt, der Chef wohnt in der Kneipe. Aha. Für Kontos werde ich alles tun, auch wenn ich dabei mein Leben aufs Spiel setze. Ich weiß dann wenigstens für was. Und da kommen wir nicht durch, dann gucken wir hier so um. So. Und diesen netten Herren hier. Melchas! Melchas! Schön, dass du mich besuchst! Wie kommst du denn hierher? Melchas ist die Freude ebenfalls ins Gesicht geschrieben, als er eifrig auf seinem Zettel zu schreiben beginnt. Du hast deine Freunde alle mitgebracht? Das ist schön, ihr seid in meinem Haus willkommen. Schön, dass ihr vorbeischaut. Allerdings bin ich im Moment nicht in bester Stimmung. Die letzte Ansprache von Kontos hat mir zu bedenken gegeben. Ich zweifle ja nicht an seiner Intelligenz, aber manchmal stelle ich fest, dass er mir zu radikal ist. Okay. Das ist jetzt das, was er immer sagt. Kontos ist ihm also zu radikal. Okay. Ich glaube, hier bahnt sich Ärger an. Wenn ihr einverstanden seid, können wir versuchen, mehr über das Problem herauszufinden, indem wir öfter mit allen wichtigen Leuten der verschiedenen Dörfer und Städte reden. Vielleicht können wir dann ja vermitteln. Sollten wir etwas Positives bewirken, können wir bestimmt Leute finden, die uns weiterhelfen. Na gut, wir wissen ja schon mal, dass die zwei Ratsmitglieder irgendwie Idioten sind. Oder zumindest nicht im Sinne des Volkes handeln. So, dann nehmen wir mal die hier mit. Und wir wissen schon mal, dass Kontos scheinbar recht radikal ist. Und hier ist eine Höhle. Der Kampftrainer kommt jeden Morgen. Das führt mich doch gerade in Versuchung. Ehrlich gesagt, rasten wir mal. Und zwar genau 8 Stunden, 2. Und dann haben wir hier noch... Ah, hier können wir nicht warten. Das geht jetzt wahrscheinlich hier in keinem der Häuser. Ja, leider. Das ist schade. Es ist nämlich so dunkel. Ich sehe mein eigenes... Ich sehe meinen Bildschirm die Anzeige auf dem Bildschirm nicht mehr. Hier ist noch eine Hütte. Das ist, glaube ich, die Hütte mit der Frau, die sagt, hey, ich verkaufe Dinge. Ich sehe nur hier so diesen Umriss von der Hütte, ehrlich gesagt. Und hier so den Umriss der Hütte. Und hier ist irgendwo was Bergiges. Rasten können wir jetzt nicht mehr. Das ist doof. Ich versuche nochmal hier in die Hütte zu kommen. Das müsste hier die mit der Frau sein, die Sachen verkaufen will. Okay, jetzt vergeht zumindest die Zeit ein bisschen schneller. Eieiei. Dann würde ich sagen, ihr holt euch mal was zu trinken. Oder wenn ihr schon was habt, dann trinkt ihr einen Schluck. Ich mach dasselbe. So. Erstmal frisch rehydriert. Und schon ist es auch 5 Uhr. Jetzt wird es also langsam auch. Müsste es bald heller werden. Schauen wir mal. Ja, es wird schon heller. Man sieht schon die Hütten besser. So, dann gucke ich jetzt nochmal hier. Ja, ich will hier schon rum. Ich will schon gucken, was hier auf der anderen Seite der Hütte ist. Jetzt blockiert mich dieses Flugtierchen. Schauen wir mal. So, jetzt wo es auf 6 Uhr zugeht, müsste es auch langsam wieder heller werden. Ich will genau da. Schauen wir mal hier so. Da kommen wir auch nicht rein. Nein, okay. Gut, dann schauen wir nochmal. Das war, glaube ich, da, wo Kontos ist. Hier müsste morgens der Trainer kommen. Schauen wir mal. Also hier ist es ja... Weiß nicht, ob jemand Neues ist oder ob das ich jetzt alle nochmal ansprechen muss. Der König Okiro an. So, die Welt ist schön, tralala. Mhm. Es ist gut, dass die Welt schön ist. So. Ich weiß noch nicht, wann hier morgen ist. So, gehen wir nochmal rein. Ich dachte jetzt vielleicht 8 Uhr. So. Schauen wir nochmal hier rein. Wenn nicht, gucken wir mal in die anderen Häuser. Das sind alles die gleichen. Oder ist er das vielleicht?
Sky Madin. Ihr könnt mich jeden Tag hier zwischen 8 und 9 finden. In dieser Zeit gebe ich immer Unterricht. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Garrat ist mein Name. In meinem Spezialgebiet bin ich wohl der Beste. Ich habe mich auf tödliche, exakt platzierte Schläge spezialisiert. Im Kampf sehr gut zu gebrauchen. Okay, das war eben, glaube ich, okay, hier haben sie es jetzt so gemacht, dass der durchfragt. Nahkampf, Fernkampf. Das ist, glaube ich, kritischer Treffer, was der trainiert. So, ich würde sagen, wir trainieren mal Meltas im Nahkampf. Der kann nämlich da auch bis 70 hochgehen. Was ist denn unsere Kampfposition? Okay, Sira. Müsste aber auch schon voll austrainiert sein. Und sie hat auch hier kritischen Treffer 5. Eigentlich ziemlich gut. Interessant. Am liebsten würde ich hier halt kritischen Treffer trainieren, aber da haben wir nicht das Gold für. Gut zu wissen. So, dann gehen wir erstmal weiter. So, nach Sri Malina. Moment, das, wenn ich mich nicht falsch erinnere an der Karte, müssen wir hier wieder runter. Und dann wieder nach Norden. Das müsste nämlich hier so in die Richtung sein. So. Genau, die Schlingpflanze, die da drüben war, müssen wir wahrscheinlich wieder runter. So, manipulieren. Oh, nein. Ach, Quatsch, Doppelklick war Inventar öffnen. Ich will Einzelklick. Das ist ein bisschen schlecht geregelt, weil ein Einzelklick macht man häufig aus Versehen, wenn man Doppelklick machen will in dem Spiel. Und dann hat man den Anführer gewechselt und merkt das vielleicht gar nicht so. So. Hier sehen wir jetzt schon die Felder. Und das müssten die Felder von Sri Malina sein. Und zum Glück ist Trier unser Anführer. Das heißt, eigentlich müsste das gut funktionieren, wenn jetzt ein Iskai in die Stadt reinkommt und halt eine Horde von Menschen mit sich schleift. Okay, hier sind es nochmal Samenkörner. So, dann gucken wir erstmal hier. Aha, Krondir. Gönnen wir uns mal den Krondir-Angriff. Okay, das ist ein Krondir 3. Ist natürlich jetzt doof, aber, also doof, weil stark, aber wir können da nicht viel machen, bis der, genau, bis der an einer Position ist. Dann Dornen schlingen wir ihn mal. So, was hat der hier? Feuerregen, Blitzstrahl. Feuerregen trifft doch hier ganz gut zu. Was kann er trainieren? Berserker ist, finde ich, nicht so interessant, aber magischer Schild auf Sira vielleicht, dass sie nicht so viel Schaden nimmt. Ja, hätten wir vorher gewusst, dass der da steht, hätten wir die Dornenschlinge vielleicht von Sira auch schon zaubern können. So. Sehr schön. So. Sehen wir eigentlich den magischen Schild hier irgendwie in den... Schutz. 13% und Antimagie 13%. Sehr schön. So, was auch noch funktioniert, ist natürlich, ich kann hier die Angstzauber, die natürlich dafür sorgen, dass wir die Erfahrungspunkte nicht kriegen. Deswegen werde ich die tatsächlich relativ spät erst nutzen. Ich werde weiter mit magischem Schild arbeiten. Und sie greift einfach diesen Gegner hier an. Die will ich hier von dem Feuerzauber kaputt machen. Einfach um. Okay, schauen wir mal, ob sich das jetzt stackt. So. Sira war das. Nein, der Zauber stackt nicht. Aber es kann natürlich sein, dass er durch das Training besser wird. So. Eigentlich ist es jetzt schon Verschwendung von der Zauberenergie hier genauso. Eigentlich könnte er tatsächlich die... er sollte den magischen Schild trainieren, tatsächlich. Ich mache die jetzt einfach so platt. So. Jetzt ist die Dings eh leer. Ich gucke eben noch, ob der Schild stärker geworden ist. Nein, ist er nicht. Also es stackt nicht, aber es kann halt sein, dass der Zauber beim nächsten Mal einfach
eine stärkere Wirkung hat. So, unser Packesel war Tom. Der hat das Amulett der Kraft. So, dann schauen wir mal weiter. So, wenn ich mich nicht irre, dann ist hier am Ende der Straße Strimalina. So, dann wollen wir nochmal hier. Ich will natürlich den Kondir einfangen. So, mal hier anbinden. Dornenschlinge auf ihn hier. Und der geht her und kann nun einen Feuerregen auf diese Zeile machen. Und der da... gar nichts groß, der sollte eher verteidigen. Oh, kann ich verteidigen? Kann ich die Verteidigungswert erhöhen, indem ich explizit sage, verteidige dich? Das muss ich mal gucken. Die Spieler haben das ja und ich habe da gar nie nachgeguckt. Angreifen, bewegen, Magie anwenden. Nein, es gibt kein Verteidigen, was quasi irgendwie darauf vorbereitet auszuweichen. So. Nichts. Meltas, wie gesagt, der hat halt nichts, was er tun kann. Im Endeffekt möchte ich am liebsten das stärkere Dämonen vertreiben haben. So, die beiden greifen den Krondir an, weil gefährlich. Die Feuermagie soll die kleinen Klo platt machen. Sehr schön. Einfach auch um die Feuermagie zu leveln. So, Tom als unser Packesel bekommt wieder das Blut. Und dann gehen wir hier weiter die Straße entlang. Hoffentlich meine Erinnerung nach korrekt nach Strimalina. Aha, was haben wir hier denn? Nach Strimalina in Richtung Norden über die Brücke. Ja, dann bin ich aber gespannt, was in Richtung Osten ist. So... kann es hier auch einfach Feuerregen machen. Die anderen bewegen sich ja sowieso und dann macht es keinen Sinn, da jetzt gleich anzugreifen. Und wie man sieht, der Feuerregen macht auch schon die kleinen Warnjaks platt. So, Magie anwenden, Dornenschlinge hier. Und er greift hier an. Den Feuerregen können wir nicht mehr weitermachen. So, gucken wir mal weiter. Das ist ja jetzt der Warnjak 3, der ist ja schon vergleichsweise gefährlich. Trier ist verrückt und kann daher die Party nicht mehr führen. Das ist jetzt nicht gut, weil Verrücktheit heißt, glaube ich, auch, er kann uns angreifen. Also ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, haben wir heile Verrücktheit? Nein, nur Rausch, Blindheit, Vergiftung. Aber da haben wir ja einen Trank. Antidot Gift, Antidot Krankheit, Antidot Verrücktheit. Einmal... Nein, das war falsch. Das war jetzt eine Verschwendung eines kostbaren Tranks. So. Aber es hilft ja nichts. So, Dornenschlingen machen wir jetzt mal hier auf den grünen. Beziehungsweise nein. Der wird wahrscheinlich sowieso angreifen auf den hier. Und dann kann der problemlos... noch einen Feuerregen einfach auf die Zeile machen. Und ja, ich weiß, dass es jetzt Lebenspunkte kostet. Die können wir wieder heilen. So. Der da hinten ist jetzt also auch gefesselt. So, dann greifen wir hier an. Und sagen hier einmal, heile doch mal bitte Drir. Der hat ziemlich schon dick abgekommen. Der hier kriegt eh nichts mehr ab. Genau, so. Zum Glück attackiert er jetzt Tom. Und der Kleine attackiert Drir. Das macht jetzt nicht mehr viel aus. So, die kann ruhig nochmal heilen. Und dasselbe nochmal auf ihn. So, und der Grund ist relativ simpel. Ich will jetzt hier... Ich habe relativ viele von den Samenkörnern gerade.
und ich möchte tatsächlich den Feuerregen weiter leveln. Sehr schön. So, das ist natürlich jetzt keine sonderlich effiziente Variante. Ich lasse sie jetzt noch zweimal heilen und dann greifen die einfach an. So. Hier angreifen, da. Okay, scheinbar hat er von dem, als er verrückt war, noch irgendwas übernommen, dass er gerade nicht angreifen kann. Das war nicht schlimm, weil der Warnjak war ja eh gefesselt. So. So, wie gesagt, wir wollen erstmal gucken, was im Osten ist, wenn die Straße da weitergeht. Kann natürlich gut sein, dass das im Endeffekt der offizielle Weg durch die Gebirgspass ist. So, wir halten hier erstmal auf. Dann geht es hier weiter. Und ja, das scheint tatsächlich der offizielle Weg über den Gebirgspass zu sein. Und wir sind irgendwie hinten rumgelaufen. Dann würde ich sagen, gehen wir den Weg einfach zurück beim nächsten Mal und gehen jetzt erstmal gen Norden nach Skrimalin und gehen da mit den Anführern. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen im Kreis laufen, um mit den Anführern zu reden. So. Im Norden über die Brücke. Dann haben wir hier wieder diese Felder hier. Und nochmal Warnjaks. Jetzt mache ich die einfach platt. Ohne groß viel Tramtam. So, sie geht jetzt her und schlingt den ein. Die beiden greifen den an. Und er geht doch nochmal her. Was kann der machen? Was kann der machen? Den magischen Schild vielleicht. Auf Drir. So. Die Kunag ist bewusstlos. Das ist nicht gut. Das heißt, der kriegt keine Erfahrungspunkte. Der kann schon mal nicht mehr angreifen. So. So, sie wendet die Dornenschlinge auf den da im Eck an, weil den kann keiner von uns angreifen. Und dann legen wir mal los. So, die haben zwar Meltas angegriffen, aber nicht getroffen. Das ist gut, weil die hätten den wahrscheinlich gewonnen hättet. Und jetzt ist nur noch einer übrig. Und da können wir jetzt auch einmal. Wir wollen das Loot hier haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ich. Ja, flüchten ist doof. Ich lasse. Ja, wenn ich jetzt bewege, kann ich leider. Ich kann nicht in der gleichen Runde ihn dahin bewegen lassen. Das sind leider mehrere Runden. Wie sieht es mit den Fernkampffertigkeiten aus? Sira kann gut Fernkampf. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich hergehen und sagen, Sira, du greifst jetzt per Fernkampf. Ich habe alle Bögen verkauft, ja? Kann das sein? Ja, ich habe alle Bögen verkauft. Nein, da ist er. Sira, du nimmst jetzt den Bogen. Ist nicht schlimm, gib den mal hier unserem Lastenpferd. Und genauso die Pfeile. So, dann kannst du das auch dem Lastenesel geben. So heißt es nicht Pferd. So. Und dann kann Sira auch noch über Fernkampf den hier vorne angreifen, der mich Meltas gefährdet. Und natürlich greift er auch Meltas an. Zum Glück trifft er nicht und macht auch zum Glück nicht viel Schaden. So. Jetzt können wir das wieder zurücksetzen. Einmal hier wieder in den Nahkampfmodus. So, das Stilett. Und dann kann sich hier nach dort angreifen. Er kann nach dort angreifen. Es ist jetzt schade, dass ich Kunak nicht irgendwie wiederbeleben kann, weil wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht sagen trinken und es ihm geben. Ich kann ihn auch nicht heilen mit Heilzaubern, das ist halt doof. So.
Tiere hat 3 Angriffe pro Runde. So. Das geht wieder an unseren Lastenesel und dann geht's weiter Richtung Norden. Okay. Ist noch ein Krondir. Ich dachte, hier soll es Remailina sein und nicht Gegnerina. Natürlich habe ich jetzt hier, das ist natürlich super toll. Super klug gewesen. Ich hoffe, wir überleben das. Ich habe nicht gespeichert. Ich hätte natürlich den erstmal wiederbeleben sollen. Das ist jetzt... ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, weil die einzige Möglichkeit, Dornenschlinge zu machen, ist, Lebenspunkte zu verbrauchen. Heilung verbraucht auch natürlich einen Haufen Lebenspunkte. Schauen wir mal, einfach was kommt. So, Meltas heilt jetzt Sira. Sira muss jetzt Dornenschlinge hier machen. Der Rest bleibt gleich. Rainer lasse ich tatsächlich mit Absicht nicht kämpfen. Und da geht's schon los. Das ist jetzt quasi das Ende. Das ist jetzt quasi das Ende. Ich kann jetzt neu laden. Wir haben zum Glück Sachen rausgefunden. Das heißt, das geht jetzt alles etwas schneller. Ich würde sagen, bevor ich lade, starte ich die Aufnahme der nächsten Episode. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich bin ein wenig frustriert gerade. Das heißt, ich werde tatsächlich nicht die Aufnahme gleich starten, sondern ich werde jetzt für heute erstmal Schluss machen und mir überlegen, wie ich das dann mache. Sprich, entweder sind wir dann hier, dann habe ich das Offscreen einfach nochmal nachgespielt, oder ich renne da eben schnell durch. Kann sogar sein, dass es eine kleine Timelapse gibt bis dahin und wir dann weitermachen. Schauen wir einfach mal. Ich sage aber jetzt fürs Erste, ciao, miau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Also bis dann. Ciao.